Er strahlt. Mario Götze sorgt wieder für positive Schlagzeilen. Gegen Polen zählt er nicht nur wegen seiner 2 Tore zu den besten Spielern im DFB-Team. Während er beim FC Bayern nach wie vor stark in der Kritik steht, blüht er im Nationaldress auf. Joachim Löw gibt ihm die nötige Rückendeckung. Bei uns war er immer sehr, sehr wertvoll und das wird auch so sein. Ich vertraue ihm und daher gibt es hier überhaupt keine Probleme. Und ich habe ihm auch gesagt, er soll bei Bayern München jetzt da auch durchstehen und soll da kämpfen. Es gibt immer wieder Verletzungen, es gibt die Chance für ihn, der Trainer wird ihm auch die Chance geben. Mario Götze, einst als Europas bester Nachwuchsspieler ausgezeichnet, ist in München noch immer nicht so richtig glücklich. Habe ich schon bei vielen anderen Spielen erlebt, dass sie halt eben auch mal nach einem Turnier in jungen Jahren irgendwie so ein bisschen den Durchhänger haben. Aber er kann wahnsinnig viel und das hat er, glaube ich, auch gezeigt am Freitag. Gegen Schottland muss Götze seine Leistung bestätigen. Ein Sieg könnte für das DFB-Team bereits die Qualifikation für die EM bedeuten. Ein Turnier, bei dem Götze unbedingt als Stammspieler gesetzt sein will.